So Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm. Jetzt sind wir bereits schon in Part 2 angekommen. Ja, suchen wir jetzt mal Sina, unsere kleine In-Game-Schwester. Anscheinend ist sie irgendwo mit ihrem Mimi hingerannt. Ich weiß jetzt echt nicht, welches Pokémon Mimi sein soll. Ich nehme aber mal an, dass es Minun darstellen soll. Bei Minun würde es immerhin am meisten Sinn ergeben. Ein bisschen ruckelt der Emulator aber gerade. Woran das wohl nur liegen könnte. Naja, auch wurscht. Wir gehen jetzt mal in den Wald hier rein. Bestimmt ist sie dorthin reingerannt. Es muss ja irgendwie so sein. Oh. Es ist also keine freie Weltkarte, okay. Also muss sie wohl irgendwo im Gebäude drin sein. Aber wir haben sie ja vorhin nicht gefunden, im ersten Part nicht. Und wie groß ist die Chance dann, dass wir sie jetzt erst finden? Na, einfach mal schauen. Sieht auch nicht so aus, als wäre sie hier. Hallöchen Rice, dich habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Bei dir alles in Ordnung? Ich arbeite gerade an einer Spezialanfertigung mit deinem Pokémon. Sie ist fast fertig. Meine Maschine, ich muss mich beeilen, damit sie einsatzbereit wird. Ja, dann mach du das mal, du rechtschaffender, guter Mann. Das hier wird jetzt aber nicht Sina sein, oder? Der PC ist also der Vitalisator. Okay. Das ist das Pokémon-Lagerungssystem. Pokémon heilen. Hi, Tyra! Ja, super. Wo ist Sina? Wir, ja, in diesem Pokémon erforschen wir das Ökosystem der Pokémon. Ach du meine Güte, hast du mich erschrocken, Rice. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber bei mir ist die Schrift irgendwie übelst böse verrutscht. Wo ist Sina denn jetzt nur? Ich sollte mal mit der Dame hier sprechen. Sina ist in letzter Zeit ein richtiger Wildfang. Sie hat so viel Energie, sie eifert dir einfach nur nach. Ich glaube nicht, dass sie allzu weit weggelaufen ist, aber bitte geh nach ihr suchen, Rice. Klar, natürlich müssen wir jetzt erst einmal 13 Parts damit verschwenden, die Kleine zu finden. Ach Mensch. So, dann komm du mal her, dann sag's mir. Du hast mich erschreckt. Du suchst Sina? Wir spielen eigentlich gerade vergessen. Na, vielleicht ist sie zu Dr. Abacus anwesend. Okay, das heißt, wir sollten jetzt... Okay, dann müssen wir jetzt eben zu Dr. Abacus gehen. Das heißt, das ist unsere erste Mission, unsere erste Reise aus dem kleinen, schnuckeligen Labor raus. Wundertoll, kleine Schwester. Noch, ich habe dich noch nicht einmal gesehen und schon fängst du an, uns zu nerven. Das ist ja mal echt ein tolles, motivierendes Ereignis. Klasse! Na egal, schauen wir jetzt einfach mal nach ihr. Sie sollte aber schon jetzt bei dem alten Abacus sein. Er hat ein Moped! Wie cool! 50 Kubik. Wow, eine Grudon-Statue und viele lustige Blitzeffekte. Das muss also das Haus von Dr. Abacus sein. Wenigstens hat er eine schöne Grudon-Statue hier und das ist irgendwie krank, dass hier so viele Blitze rumflackern. Das ist leicht komisch. Ach, das muss Dr. Abacus sein. Du musst ein Einbrecher sein. Calvin wird dir heimleuchten. Beweg dich nicht vom Fleck. Mein Name ist Calvin und Calvin, also ich, ist der einstmalige Assistent von Dr. Abacus. Calvin ist außerdem der einzige Assistent, deshalb auch einmalig. Okay. Dann mal los, Calvin. Zeig mal, was du drauf hast. Ein Sonnenkern. Okay.
schicken wir halt unser Evoli. So ein Kern Level 5 gegen Evoli Level 10. Setzen wir einfach mal Biss ein. Das wird wie in Pokémon Gelb. Ein Evoli, das wir dann zu Flamara entwickeln und das dann irgendwann einmal Flammenwurf lernt. Und mit Flammenwurf dann alles wegfisten wird. Ne? Falls Gary wieder auftaucht mit seinem Kokowai, dann sollte das echt kein Problem werden. Oh, wie süß. Das hat ja so richtig viel gebracht. Wir setzen einfach nochmal Biss ein. Und zack. Ciao, Sonnenkern. Tja, Calvin, du Lümmel. Hast uns ja dann wohl doch nicht besiegt. Was willst du jetzt machen, ne? Ne, Calvin, was machst du jetzt? Oh, er fällt um und hat seine Brille verloren. Und wir helfen ihm nicht einmal auf. Was sind wir für Drecksäcke? Jetzt ist Calvin sauer. Obwohl du Calvin besiegt hast, lässt er irgendwas... Wie? Eine nähere Untersuchung des Subjekts ergibt, es handelt sich um ein Kind. Ergo ist das Subjekt kein Einbrecher. Aha, hättest du Calvin das doch gleich gesagt. Calvin entschuldigt sich für die fehlerhafte Beurteilung der vorgelegten Beweise. Und das ist dann wohl Sina. Hallo Brudi, was machst du hier? Ich verstehe, Brudi, hast dich verlaufen. Nein, nicht wirklich. Nein, von mir kannst du echt nichts verbergen. Ich weiß nämlich alles. Das Riesenhaus gehört Dr. Abacus. Und Dr. Abacus muss immer unglaublich tolle Sachen erfinden. Das ist super. Hier gibt es jede Menge tolle Geräte, wie im Pokémon-Hauptlabor. Das solltest du dir auch mal anschauen, Bruder. Könnten wir machen, sollten wir aber nicht. Das ist Privatsphärenverletzung. Rice, du bist der große Bruder dieses kleinen Mädchens. Sie kommt manchmal zu Besuch. Und sie muss alles angucken. Es ist schwer für Calvin, sie im Auge zu behalten, damit sie den Doktor nicht stört. Aber natürlich, Rice, du möchtest dir sicher Dr. Abacus Erfindung ansehen, stimmt's? Das willst du doch, ne? Okay, hier entlang. Folge bitte dem großen, einzigartigen, tollen Calvin. Da mal rein in die schöne Stube. Was erwartet uns jetzt hier im Häuschen? Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen? Es ist der Calvin, der zeigt mir die Macht. Gebt lieber Wacht. Er hat nämlich viel Macht. Okay, Calvin, zeig dir jetzt die umwerfenden Erfindungen von Dr. Abacus. Die Erfindungen sind, man muss einfach mal sagen, einmalig auf der Welt. Calvin verneigt sich vor Ehrfurcht. Wie? Woher Calvin weiß, dass sie einmalig sind auf der ganzen Welt? Muss ich das denn wirklich noch erklären? Na, weil es auf der ganzen weiten Welt Dr. Abacus Erfindungen nur ein einziges Mal gibt. Deswegen sind sie einmalig und buchstäblich. Unser großer Dr. Abacus arbeitet gerade. Oha, der hat ja eine richtige Punkerfrisur. Hey Doktor, was für eine lustige Maschine erfindest du denn dieses Mal? Sagst du es mir? Bitte, bitte, bitte. Oh nein, dieses Mädchen ist wieder bei Dr. Abacus. Calvin hofft, sie macht keinen Ärger. Ach, wie dem auch sei, Calvin zeigt dir jetzt einmal eine von Dr. Abacus größten Erfindungen. Folge mir! Abacus Erfindungen sind absolut Weltklasse. Präsentiert die Ungesundheit. Die Innensohle ist mit zahlreichen Noppen versehen, die aber auch jedweden Akupressurpunkt garantiert verfehlen. Bei regelmäßiger Benutzung garantiert Calvin schmerzende Füße und eine rapide Verschlechterung der Gesundheit. Calvin findet das formidabel. Moment, eine Erfindung, die uns Schmerzen zufügt, findet der Kerl formidabel. Okay. Ich gehe mal davon aus, das Spiel ist für Kinder. Wieso sind dort Sadisten im Spiel drin? Das ist doch irgendwie verstörend für die Kinder. Großartig, nicht wahr? Und da gibt es noch vieles mehr. Die spektakulären Erfindungen des Professors sind bla 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 bla. Calvin erteilt hiermit die Erlaubnis, den Bildschirm zu benutzen. Bla bla bla. Die energieverschwendende Glühbirne. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine ganz gewöhnliche Glühbirne. Aber sie verbraucht 10-mal so viel Energie wie eine herkömmliche. Bei regelmäßiger Verwendung wird die Stromrechnung ins Unermessliche steigen. Und es wird nicht einfach werden, den Grund dafür zu finden. Ich finde das atemberaubend.
Calvin, du bist ein wahrhaftiger Sadist. So, Sina, lass den Doktor doch mal in Ruhe, bitte. Hi Brudi, das ist eine witzige Zeichnung, eine ganz genaue Zeichnung einer ganz merkwürdigen Maschine. Was? Du willst nach Hause, Brudi? Aber du bist doch gerade erst gekommen. Ach so, ich muss dir zeigen, wie du nach Hause kommst. Stimmt's? Okay, das mache ich. Ich bringe Brudi nach Hause. Mimi, komm, wir bringen Brudi nach Hause. Mimi. Und da kommt das Minun angehopst. Ich komme bald wieder, ich komme dich bald wieder besuchen, lieber Doktor. Tschüss. Okay. Calvin sagt, ein Genie hat eine andere Wahrnehmung als normale Leute. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das hier die reinste Sadistenbude ist und dass Sina hier unter gutem Einfluss großgezogen wird. Also können wir beruhigt nach Hause gehen. Hallo Rice, du scheinst weit gereist zu sein, um Sina zu finden. Komm bitte so schnell wie möglich zurück ins Pokémon-Hauptlabor. Ich brauche hier deine Hilfe. Was ist denn? Was ist los? E-Mail vom Professor? Er will, dass du schnell nach Hause kommst? Ich darf dich nicht alleine lassen, Brudi. Ich werde dich begleiten. Wir haben es aber auch gut ohne deine Hilfe hingekriegt, ne? Und außerdem stresst du mich gerade ein bisschen, kleines Mädchen namens Sina. Ja, egal. Einfach mal voller Ehrgeiz und Ehrfurcht zurück ins Pokémon-Hauptlabor fahren. Wumm, ich finde nur das Gesicht des Helden etwas komisch, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, looks like shit just got serious. Hallo Mami, wir sind wieder da. Oh, Sina, habe ich dir nicht verboten, so weit wegzulaufen? Mami, das war doch ganz anders. Brudi hat sich verlaufen und ich musste ihn wieder herbringen. Wenn ich nicht geholfen hätte, würde Brudi jetzt weinen, weil er sich einsam fühlt und verlaufen hätte. Stimmt's, Brudi? Genau. Ach du meine Güte, Sina, du bist so ein tapferes kleines Mädchen. Aber das reicht für heute. Außerdem ist Karl das Warten sicher satt. Oh weia, wir haben Karl vergessen. Okay, Brudi, bis später. Und da rennt das kleine Energiebündel weg. Super toll. Vielen Dank, dass du Sina für mich gefunden hast. Da fällt mir ein, Professor Klein möchte dich sprechen. Bitte geh doch zu ihm oder ihr. Wo ich immer noch nicht sicher bin, was es jetzt definitiv ist. Ab und zu ist die Musik leiser und ab und zu ist die Musik lauter. Keine Ahnung, was da los ist, ehrlich gesagt. Okay, der Professor scheint nicht hier zu sein. Vielleicht hier? Nein, hier ist er auch nicht. Wo ist der denn jetzt? Müssen wir den jetzt auch noch suchen? Oh Gott. Das gibt's doch nicht, Leute. Ist das hier jetzt Pokémon Hide and Seek? Oh Mann, ich bin dieses Versteckspielen schon satt. Und es ist erst der zweite Part. Ach du meine Fresse. Professor, wo sind Sie? Hier auch nicht. Da ist Inton. Inton ist toll, aber den brauchen wir jetzt leider nicht. In Enton müssen wir uns aber echt fangen, Leute. So ein Enton ist das geilste Pokémon der Welt. No doubt. Ist denn hier die gute, der gute oder die Professorin? Nein, hier ist nur, sind nur die Pokémon von Sina. Wo könnte der Professor denn jetzt nur stecken? Wenn er nicht im Büro hockt, dann muss er doch irgendwo hier herumtrollen. Das ist echt Trollen. Das ist mittlerweile schon Trollen. Das geht mir so auf den Sack, dass man die andauernd suchen muss. Nee, oder? Der ist auch nicht hier? Wo ist der Kerl oder die Frau oder was weiß ich? Reden wir einfach mal mit dem hier. Alright, wieder zu Hause. Warst du weg? Was? Der Laborchef? Ja, Professor Klein ist eben nach unten gegangen. Bist du ihm nicht begegnet?
Okay, der ist nach unten gegangen und wir haben ihn nicht begegnet. Wir können doch nicht einfach an dem vorbeilaufen. Ist er das jetzt? Ja, das ist er. Hallo Rice, ich habe auf dich gewartet. Ich möchte dir die Krallmaschine zeigen. Oder die Krallwelle. Hat Newt schon dir schon von der Krallmaschine erzählt? Nö. Die Krallmaschine ist ein spezielles Gerät zum Fangen von Pokémon. Und ich habe das gemeinsam entwickelt und ist. Am liebsten würde ich es sofort ausprobieren. Willst du es ausersuchen? Okay, dann kommen wir mal näher. Die Krallmaschine. Ich muss sagen, diese Krallmaschine ist ein außerordentliches Werk der Technik. Man kann damit im Kampf tatsächlich die Pokémon eines anderen Trainers fangen. Aber wir haben das Gerät nicht erschaffen, um skrupellos andere Trainer Pokémon zu stehlen. Rice, du hast doch schon von Krypto-Pokémon gehört, nicht wahr? Das sind die Pokémon, die in Kampfmaschinen verwandelt wurden, indem man ihre Herzen auf künstliche Weise versiegelte. Es sind wirklich bemitleidenswerte Pokémon. Wir entwickelten die Krallmaschine, um diese verschlüsselten Krypto-Pokémon zu fangen. Warum diese Maschine jetzt benötigt wird, werde ich dir später erklären. Aber im Augenblick möchte ich nur, dass du die Krallmaschine für mich testest. Schließlich bist du der beste Trainer dieses Labors. Diese Krallmaschine befindet sich in diesem Behälter. Leg sie doch bitte gleich mal an. Dann schauen wir uns das mal an. Wer nicht weiß, was Krypto-Pokémon sind, das sind, wie gesagt, versiegelte Pokémon, die man im ersten Teil mit dem Helden fangen musste, um die zu retten. Ich denke mal, man tritt hier das Erbe dieses legendären Trainers an, damit es auch in der gleichen Welt abspielt. Sitzt doch perfekt und sie sieht an dir auch noch cool aus, Rice. Füge dem PDA noch eine weitere Funktion hinzu. Er sammelt jetzt Kryptodaten. Dort kannst du Daten zu allen Krypto-Pokémon einsehen, denen du begegnet bist. Hui, Kryptodaten! Vielen Dank, Rice. Das ist es. Sitzt wie angegossen. So wird es viel einfacher zu sein, alles zu erklären, indem man es zeigt, anstatt nur darüber zu reden. Gehen wir nach oben hin zum Trainingsraum zum Kampfsystem. Ups, wie dumm von mir. Fast hätte ich das vergessen, dir zu sagen. Um die Krallmaschine einsetzen zu können, brauchst du mindestens einen Pokémon-Ball. Also nimm diese. Wir erhalten 5 Pokémon. In Ore werden keine Pokémon benötigt. Deshalb importieren wir sie aus anderen Regionen. Okay, jetzt sind wir. Oh, scheiße. Okay. Was soll das? Was passiert hier? Schrecklich, Rice. Irgendwelche fremden Leute brachen hier ein und schnappten sich Professor Klein. Oh je, Mine. Das sieht nach Ärger aus. Und ich glaube, jetzt werden wir auch das erste Mal mit den Bösewichten des Spiels konfrontiert. Nein! Man hat den coolen Kerl in blauem Mantel niedergeschlagen. Okay, den mit dem Tanzer auch. Aber das ist jetzt nicht so. Was zum... Lassen Sie mich los! Wer sind Sie? Ich bringe dich zu einem neuen Labor, Professor. Wie bitte? Los, Beeilung! Wenn keiner zu Schaden kommen soll, dann sieh zu, dass du in den Wagen gehst. Klar, Professor, aber wer sind Sie? Hilfe! Dann helfen wir dem guten Mann jetzt einfach mal. Hä, was willst du denn, du Rotznase? Willst du ja auf Held machen? Mir egal, ob du Kind bist oder nicht, ich kenne keine Gnade. Spion Fate stellt sich uns zum Kampf. Teddy Ursa wird von Spion Fate in den Kampf geschickt. Welches Level hat Teddy Ursa denn? Ich schätze mit Level 8 oder 9. Ist es ein Krypto-Pokémon? Ja, es ist ein Krypto-Pokémon. Beeil dich, Rice. Wirf einen Pokéball. Okay, dann machen wir das jetzt einmal. Items, Pokéball benutzen. Gucken wir mal, ob wir den auch jetzt in den Ball kriegen, den Teddiosa. Und wie sieht's aus? Aber wieso gerade einen Teddiosa zum Krypto-Pokémon machen? Das verstehe ich nicht. Teddiosa ist ja nicht so übelst stark. Toll, Teddiosa wurde gefangen.
wir haben Spion Fake besiegt. Tediosa wurde ins Team aufgenommen. Das heißt, wir müssen jetzt das Krypto-Pokémon so lange trainieren, bis es nett wird. Hey Kleiner, was ist das für eine Maschine an deinem Arm? Das kann doch nicht eine Krallmaschine. Was macht das Ding hier? Das ist wirklich interessant. Los Leute, Aufbruch, das muss ich sofort im Hauptquartier melden. Auf geht's Leute, schnell weg hier. Und jetzt entführen die Drecksäcke doch tatsächlich Professor Klein. Es geht doch echt nicht so. Was für eine Sauerei. Mann, sofort im zweiten Part geht die Action los, eine Entführung. Oh Gott. Schrecklich. So. Was jetzt? Ach, die arme Sina weint. Ah, der Professor wurde gekidnappt. Wein doch nicht, Sina. Professor Klein geht es bestimmt gut. Wir haben die Polizei und die zuständigen Behörden über Professor Klein informiert. Sie werden uns wissen lassen, sobald sie etwas herausgefunden haben. Ich kann immer noch nicht fassen, was da gerade eben passiert ist. Professor Klein hatte schon angedeutet, dass jemand versuchen würde, Krypto-Pokémon zu erschaffen. Er hatte vollkommen recht. Rice, das Tediosa, das du gekrallt hast, ist wahrscheinlich nicht das einzige Krypto-Pokémon. Wenn der Kryptor bis schon fertig wäre, könnten wir mehrere Krypto-Pokémon auf einmal retten, aber leider befindet er sich noch in der Bearbeitung. Und Professor Klein hat natürlich alle Daten dafür, ist ja klar. Ach Mensch, sieht die traurig aus, die Arme. Aber das Lied ist geil, was gerade läuft. Vervollständigen wir ihn. Wir stellen den Krypto-Biss selbstständig zusammen. Aber Yolanda, der Laborchef ist nicht hier. Das ist vollkommen aussichtslos. Wir können das Projekt nicht vollenden. Wir stehen kurz vor der Vollendung. Es ist jetzt keine Zeit, uns selbst zu bemitleiden. Der Krypto-Biss-Projekt ist nicht allein das Werk Professor Klein. Wir haben alle als Team dran gearbeitet. Nun, da unser Projekt so weit gediehen ist, wäre es falsch, alles hinzuwerfen. Unser Ehrgeiz als Wissenschaftler ist gefragt. Beenden wir das Projekt. Los jetzt, an die Arbeit. Ich gehe nach oben und prüfe die Datenübertragung. Woo, das nenne ich Teamgeist, Motivation. Woo, super. So, und an der Stelle würde ich dann mal sagen, wir beenden den Part. Das war ein glorreicher Part, muss ich sagen. Echt geil. Ich bin auf jeden Fall recht positiv überzeugt bereits zum Spiel. Und der hier kommt auf Platz 1. Den müssen wir entkryptonisieren. Ich sage euch nochmal vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Es hat echt wieder Spaß gemacht für euch zu Let's Playen. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm. Ciao, Leute!